Hallo und willkommen bei Curelixi. Wir sind Jo und Diane und heute mit einem Wunschthema von euch. Und zwar habt ihr euch gewünscht, dass wir einmal Weichkorallen fragmentieren. Und wir zeigen euch heute mal, wie wir das so machen mit Weichkorallen, Zoanthus, Scheibenanemonen und Gorgonien, wie wir daraus Ableger machen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir sind ja jetzt hier auf unserem, oder an unserem, nicht auf, an unserem Fragmentierarbeitsplatz. Wir haben ja schon so ein bisschen was an Zubehör bereitgestellt. Was ist denn so, was braucht man denn so für um Weichkorallen zu fragmentieren? Das Gute ist ja bei den Weichkorallen, die haben eben kein Kalkskelett. Das heißt, die kann man relativ einfach fragmentieren, eben durchschneiden. Ich nehme ganz gern dafür eben so eine chirurgische Schere, also die ist zum Beispiel für so Pilzlederkorallen sehr zu empfehlen. Was auch geht, ist zum Beispiel eine saubere, scharfe Cutterklinge. Funktioniert auch gut, gerade eben für Capnella, also Kenia-Bäumchen. Und Zoanthus und sowas, ne? Ja, bei Zoanthus ist ja so, dass die eigentlich immer auf irgendwas wachsen, also meistens eben auf so einem Stein oder auf so einer Platte oder so. Da würde ich dann eher so einen Seitenschneider oder eben so eine spezielle Korallenzange nehmen, um die dann einzeln halt dann abzuzwicken, also wenn man keine Säge hat. Was hat das mit den Körben hier auf sich? Normalerweise, wenn wir Ableger machen, dann eben die von Steinkorallen, dann kann man die einfach aufkleben mit Sekundenkleber auf den Stein, weil die eben Skelett haben. Das ist bei den Weichkorallen nicht so. Die sind relativ, die haben auch so eine Schleimschicht dann eben und die kann man nicht festkleben. Deswegen müssen die von allein irgendwo festwachsen, bevor man die dann auf so einen Ablegerstein raufkleben kann. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Also am Anfang, es gibt immer die Empfehlung so in der Literatur, eben durch so eine Weichkoralle durch den Fuß einen Zahnstocher zu stecken und dann mit einem Gummiband den Zahnstocher mit der Weichkoralle am Ablegerstein festzumachen und zu warten, bis es fest wächst. Ist aber schwierig, weil durch den Gummi relativ viel Druck dann auf den Zahnstocher kommt und dann unter Umständen das Gewebe durchbricht. Also das funktioniert unserer Meinung nach so semi gut. Also es ist eigentlich immer mehr Aufwand, weil am nächsten Morgen kann man dann die ganzen losen Weichkorallenteile im Aquarium zusammensammeln. Also was für uns gut funktioniert, ist eben die Methode mit den Körben. Das heißt, wir schneiden also von Weichkorallen eben kleine Stücke oder jetzt bei Bäumchenweichkorallen eben Äste ab und legen die dann in die Körbe und warten, bis die von selber auf diesem Korallenbruch festwachsen. Und dann kann man eben die festgewachsene Koralle einfach auf den Ablegerstein kleben. Ja, das sind ja so Teichpflanzkörbe aus dem Baumarkt, wo dann auch ein bisschen Strömung einfach durchkommt, dass dann doch ein bisschen Wasserbewegung drin ist und ansonsten einfach Korallenbruch. Ist zum Beispiel auch super für die Vermehrung von Scheibenanemonen oder auch von Zoanthus. Man kann die einzelnen Polypen dann hier reinlegen, also wenn da noch kein Substrat dran ist. Ja. Und dann wachsen die eben fest auf den Stein und dann kann man die einfach aufkleben. Also das ist für uns die einfachste Methode, das geht relativ schnell, dann kann man eben die Weichkoralle fragmentieren, hier reinlegen und dann einfach ein paar Wochen warten, bis die festgewachsen sind. Das ist am unproblematischsten. Gerade noch für die Zoanthus-Sachen noch ganz wichtig, eben Handschuhe, Schutzbrille, weil eben Zoanthus giftig sein können, also das wäre halt noch ein wichtiger Punkt. Generell würden wir auch immer empfehlen, Handschuhe sowieso beim Ableger machen, überhaupt von Korallen. Auch gerade Weichkorallen, die können einen sehr unangenehmen Geruch haben. Ne? Also wenn man da keine Handschuhe hat, wenn man Weichkorallen überhaupt auf Weichkorallen anfasst oder so, würde ich eh auch immer nur mit Handschuhen machen. Da, wenn man viele Weichkorallen fragmentiert, dann hat man da ein paar Tage Weichkorallenhände, wo dann, wenn man Brot isst, dann hat man immer diesen Weichkorallengeruch in der Nase. Genau, deswegen immer Handschuhe. Was brauchen wir noch? Also natürlich dann später, wenn das festgewachsen ist an diesem Korallenbruch, eben Kleber für die Ablegersteine, weil wir benutzen ja diese Ablegersteine, damit die Koralle halt fest in den Lichtwasserplatten steht. Wenn man Zoanthus und Scheibenanemonen weiter vermehren möchte, dann braucht man irgendwie ein Substrat mit einer rauen Oberfläche, weil da ist es so, das sind Anemonen, die versuchen dann immer den Fuß irgendwo reinzukriegen. Wenn man die einfach nur auf so eine glatte Platte klebt, dann passiert da nichts. Also die wachsen jetzt richtig fest oder wandern dann eben runter. Das ist auch das Problem bei diesen Ablegersteinen. Deswegen machen wir es bei den Zoanthus immer so, dass man eben die Steine hier auf so eine Platte klebt und dann einzelne Polypen von Zoanthus oder Scheibenanemonen draufklebt und die dann weiter wachsen lässt. Wenn man Scheibenanemonen eben hat und klebt die auf so einen Ablegerstein, dann nehmen wir hier, weiß gar nicht, für was die eigentlich sind, das sind solche Biokunststoff-Schälchen, ich glaube für irgendwie Dips oder Soßen oder so.
Da kann man unten mit einem Cuttermesser eben so ein Kreuz reinschneiden und dann den Ablegerstein reinstecken und dann die Scheibenanemone draufsetzen, damit die nicht runterwandert. Mhm. Das ist bei den Scheibenanemonen ein richtiges Problem, dass die immer, sobald man die hier irgendwie auf so einen Stein klebt, anfangen zu wandern. Und die wandern dann immer auf die Unterseite vom Stein. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen nervig, ne? Deswegen auch so ein Aquakulturtier, so ein bisschen nervige Koralle irgendwie, weil die ja irgendwie immer dann runterwandert und dann sich am... Anspruchsvolles Aquakulturtier. Nervig ist vielleicht nicht so das schöne Tier, für, das schöne Wort für ein aber Tier, es aber so, es ist anspruchsvoll. Manchmal ist es dann am Gitter fest und naja. Und hier haben wir noch Ablegersteine für Gorgonien. Bei den Gorgonien ist das so, die haben ein Hornskelett, also innen drin. Und wenn man da Ableger macht, da haben wir solche Ablegersteine, wo hier unten dann eben so eine kleine Öffnung drin ist. Da nimmt man eben ein Skalpell oder ein Cuttermesser, entfernt das Gewebe, sodass das Hornskelett rausguckt und klebt die dann hier ein. Weil wenn man die direkt aufklebt, dann gammelt das Gewebe und die fallen einfach nur wieder ab. Das wären jetzt so die Sachen, die man braucht. Allgemein noch ein Joddip. Immer wenn man Ableger macht, empfiehlt sich das, damit man Bakterien reduziert beim Fragmentieren, weil in dem Schleim und so weiter sind Bakterien drin. Also einfach die frischen Ableger. Genau, da hat man dann weniger Ausfälle. Und wenn man Weichkorallen im Speziellen fragmentiert, ist es so, die haben solche Schreckstoffe, damit die von Fischen eben nicht gefressen werden. Das stört aber dann insbesondere Steinkorallen. Und das heißt, wenn ihr Weichkorallen-Ableger macht oder viele Ableger macht, dann auch immer ein bisschen mit Aktivkohle arbeiten, die dann eben diese Stoffe aus dem Wasser holen. Ja, im Idealfall auch die Gewinnung von den Ablegern, also weil die Schleimkorallen, die Weichkorallen ja dann auch extrem viel von diesem Weichkorallensaft da irgendwie abgeben ins Wasser. Am besten irgendwie außerhalb auch vom Becken, wenn es geht. Wenn es nur im Aquarium geht, halt eben auf jeden Fall Aktivkohle dann mitlaufen lassen. Gut, dann würde ich sagen, holen wir die ersten Korallen und dann geht's los. Ja, okay. Genau, exemplarisch würden wir jetzt einfach mal für die Weichkorallen anfangen und haben dann auch schon zwei beliebte Kandidaten rausgesucht, ne? Sarkophyton und das Kenia-Bäumchen. Kenia-Bäumchen Capnella. Also wenn man davon Ableger machen will, die haben ja eben so einzelne Äste, da am besten wirklich eine Schere nehmen. Also es gibt ja auch solche Edelstahlscheren für einen Haushalt, sowas eignet sich ganz gut. Und dann einfach einen Ast abschneiden. Genau. Und dann kann man die, je nachdem wie groß man die Ableger haben will, auch nochmal unterteilen. Ich würde das jetzt einfach so lassen. Und hier haben wir eben die Körbe mit dem Substrat und dann legt man die hier so rein. Solltet ihr im Aquarium relativ viel Strömung haben, dann könnt ihr darüber auch noch eine Lichtwasserplatte legen, damit dann die Ableger nicht durchs Becken verteilt werden. Wie gesagt, es gibt diese Zahnstochermethode, da wird man jetzt hier unten durch den Fuß noch einen Zahnstocher durchstecken und das Ganze dann mit einem Gummiband eben am Ablegerstein festmachen. Das Problem, wie vorher erwähnt, ist einfach nur, dass der Zahnstocher so stark nach unten gezogen wird, dass hier unten das Gewebe durchbricht und dann eben die Weichkoralle oder das Fragment dann durchs Becken treibt. Deswegen machen wir das mit den Körben. Nächster Kandidat sind hier diese Sarkophyton-Pilzlederkorallen, eben weil die wachsen wie ein Pilz. Das kann man ebenfalls relativ gut mit der Schere machen oder eben mit so einem Cuttermesser. Die wachsen ja so rund, deswegen bietet sich's eben an, dass man hier auch einen kompletten Rand entfernt von der Koralle, damit die dann danach auch wieder schön aussieht. Das wird übrigens auch die Donut-Methode genannt. Das hatte ich bei Anthony Calfo gelesen. Ah, okay. Der hat das als Donut-Methode geschrieben, weil du da quasi so einen Donut rausschneidest. Gibt es auch bei einigen Steinkorallen, zum Beispiel Turbinarias oder so, da wird das auch angewandt. Da macht man das Ganze dann mit dem Dremel, weil die wachsen ja auch so kelchförmig. Genauso ist es hier, damit man dann nachher wieder eine schöne Koralle hat, weil das sieht immer so komisch aus, wenn man nur einzelne Fetzen abschneidet. Genau, das funktioniert aber mit der Schere eben auch sehr gut. Ja, da sieht man dann halt auch schon, wie so die Suppe da rauskommt. Ring abschneiden. Dann hat man eben hier den Ring und dann kann man einzelne Stücke schneiden, die dann eben in den Korb kommen. Ja, und so wachsen die halt auch wieder relativ schön dann rund, ne? Wenn die dann so geschnitten, also möglichst gleich große Stücke, dass sie dann sich auch wieder zu einem schönen Pilz dann werden können. Das geht auch relativ schnell. Also es sieht jetzt sehr brutal aus. Es sieht ja dann so ein bisschen wie so ein gerupftes Huhn aus. Ja. Aber das, nach ein paar Tagen kommen hier dann neue Polypen. Ich wollte jetzt einmal den Schnelldurchlauf machen. Ja. Dann sind
zwei Wochen bis vier Wochen, je nachdem, ne, sind vergangen. Und dann haben wir so ein Körbchen hier. Genau, also das wäre jetzt ein Korb aus unserer Anlage, mhm. Eben so ein Weichkorallenkorb, wo wir Fragmente einfach reingelegt haben. Dann wartet man zwei, drei Wochen und dann wachsen die auf dem Korallenbruch fest und dann kann man eben die einzelnen Fragmente mit dem Korallenbruch auf dem Ablegerstein halt, kleben. Sitzt sie auf einer Schnecke, Schneckengehäuse festgewachsen oder eben auf den Stein. Man kann halt manchmal, wenn die Steine so groß sind, die dann auch nochmal ein bisschen zurecht, dass das nicht so ein riesiger Stein dann auf einem kleinen Ablegerstein drauf ist. Genau, also das könnt ihr dann einfach mit der Korallenzange machen. Hier, also wenn man zwei verschiedene auf einem drauf sind. Wenn das hier unten zu groß ist oder verschiedene Weichkorallen auf einem Stein, dann kann man die einfach durchzwicken. Und dann ganz normal aufkleben. Dann geht es jetzt weiter mit den Gorgonien. Mhm. Da haben wir eben hier zwei Vertreter, einmal Ornithea und einmal Penigorgia. Da auch am besten mit der Schere eben einen Ast abschneiden. Ich nehme jetzt erstmal die Ornithea. Und wie vorher erwähnt, die haben eben so ein Hornskelett. Also das sieht man hier drin. Das sieht aus wie so ein Ast. Und da kann man dann mit dem Cuttermesser oder mit dem Skalpell hier unten das Gewebe vorsichtig abschaben. Weil das Problem ist, wenn man die einfach so einklebt, dann verrottet das Gewebe. Also das geht dann auch immer weiter. Das ist nicht so toll, da löst sich das Gewebe dann von dem kompletten Fragment auf. Und die fallen von den Ablegersteinen dann ab. Also man sieht jetzt hier das Skelett. Oder halt eben das vorne. Mhm. Ja, die haben so ein Hornskelett und das Ganze kann man dann eben in diese Ablegersteine dann einkleben. Genau, also diese Ablegersteine mit Loch, die wir da haben. Ne? Genau, ein bisschen Kleber drauf und dann kann man das Ganze hier einkleben. Und dann bleiben die eben auch stehen. Im Idealfall. Im Idealfall. Und das Gleiche eigentlich. Das Gleiche wäre jetzt bei den Penigorgia, da nimmt man auch wieder einen Ast und schabt dann vorsichtig eben mit einer Rasierklinge oder einem Cuttermesser oder einem Skalpell halt das Gewebe ab und klebt die auf. Also es mit dem Gewebe ist relativ wichtig. Ja. Und dass die irgendwo Halt haben. Also was auch funktioniert, wenn man jetzt keine solchen Steine hat mit so einem Loch drin, man kann hier auch einfach zwei Steine Korallenbruch nehmen und dazwischen dann mit Kleber dann das Fragment einklemmen. Das so eingekeilt ist einfach. Genau. Ja. Also das funktioniert eigentlich auch gut. Aber wir machen ja die Ablegersteine selber, deswegen machen wir immer welche mit Loch und dann können wir da die Gorgonien vermehren. Willst du dann einmal zeigen? Ach so, ja klar. Gerne. Dann tauschen wir mal die Plätze. Da ist jetzt ja wichtig, dass wir die Schutzbrillen bitte genau. einmal aufsetzen. Genau. Also zu Anthus machen wir überwiegend Ableger aus so großen Ablegern oder wir lassen ja auch auf so Platten wachsen oder eben diesen Stein, Strukturstein. Dann nehmen wir dann auch echt oft die Säge, einfach weil das dann für uns schneller und einfacher geht. Man kann es aber eben auch einfach von zu großen Ablegersteinen machen und wichtig ist eigentlich nur, dass ein bisschen Substrat mit dran ist. Mit einem Seitenschneider kann man das einfach durchziehen und in so kleine Portionen. Das Einzige, was wichtig ist bei den Zoanthos, dass man möglichst, also zumindest aus unserer Erfahrung heraus, dass man möglichst keine Zoanthos mit nur einem Polypen drauf macht, also die Ableger, dass die nur ein Polypen haben, sondern möglichst drei bis vier Polypen, weil die dann irgendwie einfach schneller wachsen und schöner aussehen dann auch. Wie gesagt, Zoanthos können tendenziell giftig sein. Wir haben jetzt selber noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, Gott sei Dank, toi toi toi. Wenn man da auf Nummer sicher gehen will, kann man eben den Raum noch belüften, Fenster aufmachen. Man kann die Tiere auch unter Wasser knipsen, nicht so wie ich jetzt gerade über Wasser, sondern die ganze Zeit, dass das Tier einfach die ganze Zeit unter Wasser ist, weil die können das eben auch in die Luft abgeben. Oder sogar einen Atemschutz. Also wenn man da sehr vorsichtig ist, dann kann man auch einen Atemschutz tragen. Bei uns ist es eher so, dass wir jetzt sagen, okay, Schutzbrille, Handschuhe auf jeden Fall. Und beim Sägen halt tendenziell dann auch nochmal die Belüftung. So, und da hat man dann eben diese kleinen Portionen, wo so ein paar drei, vier Polypen drauf sind und die kann man dann einfach auf die Ablegersteine raufkleben und dann wächst ganz schnell wieder eine neue Zoanthos. Genau, dann noch bei den Scheibenanemonen ist es eigentlich ähnlich. Also wir lassen die Scheibenanemonen einfach auf so ja, Strukturstein auch wachsen, weil die da am besten drauf wachsen. Die wandern dann halt so ein bisschen hin und her und dabei hinterlassen die immer so kleine Ableger, kleine Polypen und breiten sich so ganz gut aus. Also das sind hier spezielle Steine, die haben wir mal aus Riffkeramik machen lassen, eben ja. für die Scheibenanemonen. Wie gesagt, was auch gut funktioniert, ist, wenn man sich so eine Platte schnappt und dann einfach einen Stein drauf klebt und da dann einzelne Polypen oder ein einzelnes Tier, da vermehren die sich auch sehr gut dann. Genau, also theoretisch kannst du Scheibenanemonen auch halbieren und so oder vierteln, also und auch so fragmentieren, das, sag ich mal, ein bisschen, ja,
forcierter irgendwie voranbringen. Machen wir jetzt selber so nicht. Was da nur wichtig ist, ist immer, dass du die Tiere auch entsprechend dann, du auf jeden Fall immer ein Stück von der Mundöffnung mit dabei hast, damit das Tier halt wieder heilen kann. Ansonsten funktioniert es nicht, wenn halt nur so ein Randstück oder so dabei ist. Das gleiche kann man übrigens auch mit Anemonen machen. Ja. Also Kupferanemonen oder so, mit einer sauberen Cutterklinge so halbieren oder vierteln, dass ein Stück von der Mundöffnung dabei ist, und dann generieren sich die Tiere wieder. Vor allen Dingen da dann auf Sauberkeit achten, dass sich die Tiere eben keine Infektionen irgendwie einfangen, dass sie auch im Aquarium jetzt nicht irgendwie dann im Dreck oder Detritus irgendwie stehen, sondern dass sie ein bisschen Strömung und frisches Wasser abbekommen. Ja, und hier wäre das eben auch so, dass man das einfach abknipsen kann oder sägen, je nachdem, und sich da so Portionen absägen und dann wieder neuen Stein. Wir würden jetzt zum Beispiel einen neuen Stein dann nochmal starten oder einen Teil von dem Stein nochmal wieder auf einen größeren aufkleben. Und dann hat man da eben die Scheibenanemonen, die man dann aufkleben kann. Ja, wie das Ganze mit dem Aufkleben genau funktioniert und auch mit den Korallendippen, dazu haben wir auch schon mal zwei Videos gemacht. Die verlinken wir euch hier auch nochmal in der Videobeschreibung. Und genau, das war es auch schon zum Thema Weichkorallen fragmentieren. Wenn du dazu noch spezielle Fragen hast, schreib uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.